Ich darf die nächste Gruppe nach vorne bitten. Das ist die Gruppe Blanket mit Levi, David, Ben und Jan. Ihr kommt so schön durch den Mittelgang 1A. Wer möchte, Levi? Danke. Das ist jetzt die zweite Jugendhack-Veranstaltung, die ich mitorganisiert habe. Und jedes Mal kommen die Mentoren zu mir und sagen immer, meine Güte, es ist großartig, was diese Kids hier schaffen. Mit meinen Kollegen komme ich nicht so schnell voran. Und genau das ist das, was mir der Tristan erzählt hat. Er sagte, er war so begeistert. Die haben sich immer wieder selbst angespornt, um das Projekt voranzutreiben. Und genau, deswegen gehört euch jetzt der ganze Ruhm. Ich habe schon eins. Ja, hi, wir sind wie gesagt Blanket und viele von euch kennen die Situation vielleicht, jetzt eher die Jüngeren. Ihr schreibt bald eine Klausur, ihr müsst lernen, ihr habt aber niemanden, der euch abfragt. Und genau darauf zieht unsere App ab. Ihr gebt im Prinzip einen Text vor, das Programm errechnet, welche Wörter wichtig sind im Kontext und spuckt einem am Ende einen fertigen Lückentext aus, mit dessen Hilfe man den Text ganz einfach lernen kann. Mehr dazu jetzt. Also, wir versuchen euch das jetzt mal möglichst einfach zu erklären, wie das Programm vom Prinzip her funktioniert. Also zuerst mal teilen wir den Text in einzelne Bausteine auf und dann suchen wir die Nomen raus, also das, was wir abgefragt werden wollen. Danach sortieren wir aus einer Datenbank, in der die Anzahl der Wörter in der Wikipedia gespeichert ist, die Seltenheit der Wörter raus. Also in dem Fall stehen jetzt hier die Anzahl der Wörter in der Wikipedia, steht oben drüber. Und dann nehmen wir jeweils die seltensten. Dann gibt es noch ein paar Bedingungen, also in dem Fall, dass wir alle schwatzen, also wir wollen nur ein einziges Wort pro Satz rausschreiben. Deshalb sind die schwarz hinterlegt. Und danach hat man eventuell, wenn man das noch möchte, einen Zufall mit drin, da man ja bei dem gleichen Input nicht immer den gleichen Output erhalten möchte. Also ich hätte ja gerne, dass wenn ich einen Text mich mehrmals abfragen lasse, dann will ich ja nicht immer die gleichen Fragen, sondern ich möchte ja eventuell auch, dass sich die Fragen ein bisschen verändern und andere Wörter rausgestrichen werden. Also als nächstes zeigen wir dann einmal, wie das eben halt aufgebaut ist, das Programm vom Grafischen her, also vom Frontend. Hier kann man sehen, dass man hier einen Text eingeben kann, da kann man dann eben halt auf die Suche klicken und dann zeigt er einem zum Beispiel eine Frage an, wie mittlerweile erscheint fast jeden Tag ein neues so und so, welches nicht unbedingt weltweit sichtbar ist. Und das ist hier zum Beispiel zu Google und damit ist zum Beispiel das Doodle jetzt gemeint. Und so kann man dann eben halt auch gucken, wie man dann eben halt Dinge lernt und dass man sowas dann eben halt auch mal alleine machen kann. Und das Ganze geht eben halt dann nicht nur mit Texten, die man da eingeben kann, sondern zum Beispiel auch mit Suchbegriffen. Die werden dann eben halt aus der Wikipedia herausgesucht und das kann man eben halt durch dieses Kontrollkästchen da aktivieren und dann sucht er eben halt frei nach Schnauze da eben halt aus dem Wikipedia-Artikel gewisse Sätze raus und fragt dich danach eben halt ab. Das ist dann ganz praktisch, wenn du dann irgendwie mal was für die Schule machen musst oder so. Ja. Gut, um euch jetzt kurz zu zeigen, wie das auch kompatibel mit allen ist. Also wir haben ja Backend und Frontend separiert. Das bedeutet, ich kann auch relativ einfach eine iOS-App programmieren, die dann direkt auf dieses Backend, also auf die Datenverarbeitung zugreift. Ich tippe also oben ein, was ich haben möchte, schicke das dann ab und bekomme von dem Backend was zurück, was dann unten unter Result ausgegeben wird. Also da ist dann zum Beispiel das ausgext, was ich haben möchte. Ich kann jetzt hier einen Text eingeben, dann drücke ich auf Blanket. Dann kommt hier unten, also hier oben habe ich den Satz, die App funktioniert gut. Unten drunter habe ich dann diese XX funktioniert gut. Hier kann ich jetzt eingeben, diese App als Lösung, weil ich das ja weiß. Drücke dann auf Check und bekomme dann Result True, also es stimmt. Außerdem habe ich unten drunter noch einen Schalter, mit dem ich eben wieder diese Wikipedia-Funktion einschalten kann, wenn ich das denn tun möchte. Genau, dann so vom Backend her war halt die hauptsächliche Herausforderung irgendwie, also wir filtern ja einen riesigen Text darauf, welche Sätze denn wichtig sein könnten und da jetzt Computer halt kein natürliches Verständnis für Texte haben, musste man denen das irgendwie beibringen. Das haben wir eben schon angedeutet durch eine Datenbank gemacht, wo dann die Wörter in Wikipedia gezählt wurden und noch ein bisschen mehr. Ein Teil des Backends ist eben C++, der andere in Java, dann haben wir mit Swift die iOS-App, genau, und das Backend ist eben so zweiteilig. Zuerst werden einfach so ganz grob die Sätze rausgefiltert anhand des Verhältnisses von wichtigen zu unwichtigen Wörtern und Sonderzeichen, die man halt nicht verwerten kann.
Und dann werden eben noch mal ein bisschen genauer anhand von diversen Parametern geguckt, was denn wichtig sein könnte und was nicht. Danke euch.